Erste Szene, und da sieht man, wie viel Druck da ausgeübt wird von Rapid. Ja, ein Freistoß für die Salzburger, vorher eine weite Vorlage auf Meierhofer. Ich bin ja der Meinung, hier diese Spielerei total unnötig. Wenn ich schon einen Mann wie Meierhofer habe, dann soll ich den Freistoß auch fürs Tor bringen. Der Konter ist dann perfekt ausgeführt und der Steffen hat es im Interview gemacht. Das waren Möglichkeiten, die Salihi normalerweise, wenn ein Topform ist, die macht er. Das sind seine Situationen, alleine 1 gegen 1 im Tor. Das hat im Rapidspiel gefehlt, diese Chancen, die sie hatten, auch in einem Vorsprung dann umzumünzen. Spielgebend Salihi, der hier, glaube ich, den Ball erobert, beziehungsweise wieder zum Ball kommt, glücklicherweise. Ja, schön von Trimmel, wie er diesen Ball spielt, in die Mitte zieht. Oben sieht man, wie Schimpelsberger heute hinterläuft und im Sprint in die Spitze geht. Die Innenverteidigung der Salzburger stehen schlecht. Salihi hier in zwei, in diesem Raum ganz alleine, Passanen verschätzt sich. Er vernoscht an den Frenkie Schimmer und dann hat er den Fuß noch drin. Das sind Situationen, da hätten sie das 1-0 machen müssen. Das wäre verdient gewesen. Jetzt müssen Sie aufpassen, zweite Halbzeit, dass nicht aus einer Standard irgendetwas passiert. Oft laufen diese Spiele dann so. Sind erst 6 Minuten gespielt gewesen, habe ich mir noch notiert. So werden vielleicht die Möglichkeiten für Rapid entstehen, dass dann in der ersten Hälfte eigentlich fast nur Rapid-Möglichkeiten waren. Hat uns alle etwas überrascht. Wir schauen gleich die nächste an. In der 10. Minute eine Riesenchance für Steffen Hoffmann. Ja, nach einer Ecke. Da haben sie einige Variationen heute. Ich glaube, jetzt kommt, das hätte ein Schuss werden sollen. Und man sieht in der Mitte 5-6 Salzburger gegen einen Rapidler und den Steffen vergessen sie komplett. Gustafsson pariert ja sensationell gut. Steffen Hofmann heute fast wieder in Normalform, würde ich sagen. Also es fehlt noch ein bisschen was, aber von der Körpersprache heute ist das der Steffen Hofmann, der fühlt sich wohl auf dieser Position. Er weicht links, rechts aus und kurbelt das Spiel an. Ja, wir müssen auch Gas geben in der Pause. Ja. Es bleibt uns wenig Zeit, hat sich viel getan in der 22. Minute. Die Aggressivität von Rapid wieder unterstrichen mit dieser Szene hier. Toll im Ballgewinn. Man fragt sich dann auch, wie lange geht das gut? Das ist schon sehr aufwendig, was Rapid auch macht. Das ist aufwendig, aber das kann man von der Mannschaft erwarten. Also ich glaube, die halten das durch, sie spielen das gut. Häkkinen und Bichler sind in Überzahl im Mittelfeld, stechen heraus im Sprint, gewinnen so viele Bälle und spielen schnell in die Spitze. Ist ein gutes Rezept. Peter Schöttl muss neben dem A-Trainerschein auch irgendeine Mentaltrainer-Ausbildung haben, weil unsere nächste Szene auch gut zeigt, ein völlig anderes Auftreten von Rapid. Wir sehen Trimmel, der zu Fall kommt, und wir sehen Steffen Hoffmann. Ein Riesenunterschied zur letzten Woche. Zum einen, das ist auch mit ein Grund heute, vielleicht entscheidend als System. Trimmel fehlt und der Steffen Hoffmann, Trimmel will dort liegen bleiben und reklamieren. Der deutet ihm steig auf, steh sofort auf, weiter geht's. Wir wollen die Partie da reißen. Vor einer Woche hätte er sich wahrscheinlich dazugelegt und hätte gejammert, wie arm die Rapidler nicht sind. Ja, und dann haben wir schon die nächste Szene in der 37. Minute. Da dann auch eine Chance für Red Bull Salzburg. Das ist ein Freistoß, ein hoher in Richtung Meierhofer. Das ist das. Das ist das Einzige, was ihnen eingefallen ist heute. Jancha Sarate überhaupt nicht im Spiel. Die Stürmer deswegen isoliert. Die Außenverteidiger kommen überhaupt nicht. Weder Jefferson dann noch der Frenkie Schimmer. Und das ist das, was ich gemeint habe. Die große Gefahr aus Sicht Rapid, dass sie aus dieser Überlegenheit kein Tor erzielt haben und dann durch einen abgefälschten Weitschuss oder eine Standard in Rückstand geraten. Und dann wird es ganz, ganz schwer. Ja, deine Szene gilt es nochmal genauer anzusehen. Da ging es ein bisschen darum, abseits oder nicht. Und da schauen wir jetzt auch nochmal rein. Ein Patzer in der Rapid-Abwehr in der Nachspielzeit. Ja, weil da muss man sagen, dass schon das Rückspiel von Sommer, glaube ich, auf Bayer ja fast kriminell ist. Also diesen Ball so zum Tor mal zurückspielen ist ja eine Riesensünde im Abwehrverhalten. Der Ball muss einfach ins Ausspielen, da passiert das gar nicht. Das Problem ist, dass ich auf unserem Bildschirm auch nicht genau sehe, ob es dann abseits war. Tut ja, mir leid, schwer ja. zu sagen, ja. Vielleicht können uns die Kollegen ein wenig helfen. Hier auf dem Monitor war nicht viel zu sehen. Gefühlsmäßig ja, richtige Entscheidung abseits. Okay, höre ich durch. Also, herzlichen Dank. Also. Ja, ich sehe auch sehr schlecht, aber ich denke, ich kann mich erinnern, glaube ich, passt eine weite Vorlage. Sarate, der dort links im Raum relativ freigelassen wird. Das sollte dann eigentlich nicht passieren bei so einem weiten Pass in die Spitze. Da sollte sich die Abwehrspieler besser agieren. Und der Helge, der den Ball sehr gut hält. Ich hoffe, dass so war. Ja, also, das war ein erster Vorgeschmack auf einige Szenen aus der zweiten Hälfte, die wir natürlich in Kürze noch analysieren. Es waren Chancen auf...